die Popularität entscheidet, sondern das Marketing. Und der in New York geborene, mit seiner Familie in London lebende Pariah ist nun mal kein Typ fürs Posen und Kosen. Was aber nichts daran ändert, dass er zunächst einer der größten Mozart-Interpreten war und dann, ausgelöst durch eine existenzielle Krise, zum gefeierten Bach-Interpreten wurde. Philipp Rimmele war bei neuen Bach-Aufnahmen dabei. An der Berliner Naliperstraße scheint die Zeit stillzustehen. Von hier aus wurde einst die Stimme der DDR in den Äther geschickt. Was blieb, ist Schweigen. Dabei versteckt sich zwischen verrottenden Altlasten das vielleicht schönste Relikt aus sozialistischen Zeiten. Was von außen eher an einen Bunker erinnert, birgt im Innern ein Meisterwerk der Akustik, das seinesgleichen sucht, den großen Sendesaal 1. Ein Raum gebaut für den perfekten Klang. Der berühmte Nalepa-Sound lockt längst wieder die großen Musiker an, wie Murray Pereira. Der Pianist hat sich hierher zurückgezogen, um Johann Sebastian Bachs Partiten 1, 5 und 6 einzuspielen. It's very quiet, it's isolated, you feel that the world isn't around, you can just lose yourself here, and the sound is very beautiful, and so it's ideal for recording. Bach hat seine 6 Partiten bescheiden als Klavierübung deklariert, gedacht zum geistig anregenden Vergnügen. Bei Pereira klingen sie wie das Hauptwerk eines Philosophen. Sein Spiel, wie aus der Zeit gefallen, ist Galanterie und Gottesdienst zugleich. Well, it's a cliché to say they're spiritual, but I can't find another word. They have another dimension. They're not just nice tunes, which they are, beautiful harmonies, which they are. They have counterpoint. Counterpoint is a very complicated subject. Counterpoint means many voices at the same time, each with an individuality of their own, and at the same time they participate in something bigger than themselves. They participate in a whole. And somehow he knows the essence of individual voices and how they blend. And he creates moods, he creates atmospheres and statements that are beyond anything that has ever come before and in some ways deeper than anything that's come after. Pereiras Bach ist beseelt von einer Feinheit und Tiefe, die einem die Sprache verschlagen. Längst gelten seine Einspielungen als Referenzaufnahmen. Dabei hat Pereira erst zu Bach gefunden, als seine Karriere bereits beendet schien. Ein harmloser Schnitt an einem Blatt Papier führte 1992 zu einer Entzündung des Daumens, die jahrelang nicht heilen wollte. Ein Albtraum für jeden Pianisten. Pereira ist daran gewachsen. Auch nach dem Comeback ist jede Platte ein Geschenk, das er seinem rebellierenden Daumen abtrotzt. Die Hauptarbeit geschieht jedoch im Kopf. We know Bach's education to his students. And it was very involved. It demanded a lot of figured bass, a lot of counterpoint study, a lot of study of where dissonances are resolved. And I somehow feel that if you ignore this education, you'll be less of a musician. You have to think. It doesn't preclude instinct. Instinct is all the time deciding things, and analysis is not a dry academic experience. Pereira will bis ins Detail verstehen, was er spielt. Seine intensive Vorbereitung ist legendär, sein Quellenstudium beinahe berüchtigt.
Sitzt er aber am Flügel, klingt sein Bach, als sei er ihm eben in die Finger gefahren. I think that the performer has the main task of understanding the music, loving it, which is more important in a way than understanding, and transmitting this love to a public. Bei Perea gehen Intellekt und Emotionen Hand in Hand, wie bei jedem guten Erzähler. Er nimmt seine Hörer an die Hand und öffnet ihnen das Tor zu einer verborgenen Welt, die sonst verschlossen bleiben würde.